Kerzenaufgebraucht-Video machen. Ich habe jetzt nicht darauf gewartet, ob euch das Kerzenaufgebraucht-Video gefallen hat, aber ich habe mir gedacht, ich habe noch weiterhin gesammelt. Und ich glaube, dass jetzt in nächster Zeit nicht mehr so viel leer gehen wird, deswegen probiere ich mal das Video noch zu drehen, falls euch gefällt oder nicht gefällt. Ich habe wenigstens noch ein Video hochgeladen, weil ich habe jetzt schon sehr lange keine hochgeladen und ich glaube, da ist bestes kommen irgendwelche Videos. Und ich habe gerade einen Flow. So, Kerze. Ich weiß jetzt gar nicht, welche das war. Aber ich glaube, das war diese Wick. Die hat ja geil gerochen. Die war wirklich geil. Wick-Kerzen mag ich extrem. Ich darf mir aber dabei keine mehr kaufen, weil ich habe auch davon natürlich zu viel. Was ich auch sehr gern mag, sind, stellen wir das kurz da ab, von Paioma die Raumdüfte mit diesen Stäbchen. Reed Diffuser heißen die. Das Honigkuchen war furchtbar ekelhaft. Ich bin so froh, dass ich mir davon kein zweites gekauft habe. Das Apfelzimt war wieder hingegen sehr geil. Aber die gibt es ja nur zu Weihnachten leider. Was ich ein bisschen doof fand, aber was will man machen? Einen Raumspray habe ich auch leer gemacht vom Primavera. Den hatte ich am WC stehen. Das war das Lichterfunkeln. Mega. Ich liebe den. Ich liebe diese Primavera. Ich habe mir den auch selber gekauft. Ich fand den geil. Ich fand den wirklich geil. Einmal eine... Ich sollte mir das draufschreiben, was das ist. Ich glaube, Airwick ist das. Steht hier hinten, also unten drauf. Die ist überhaupt nicht schön abbrannt. Ich weiß nicht, was mit der los war. In letzter Zeit habe ich so einen Fehlgriff mit den Airwick-Kerzen. Die hingegen ist okay abgebrannt. Das war ja auch, glaube ich, eine Airwick. Ja. Ich weiß nicht, was mit den Dingern los ist. Ich kann es euch echt nicht sagen. Da bin ich so traurig. Die Dinger sind so teuer. Ich hatte den ja in diesem Sommerkalender drinnen und ich habe das so geliebt. Ich glaube, der Duft wird mich für immer an meinen Einzug erinnern. Weil ich habe den so gern benutzt. Von Rituals den Raumduft. Mega. Mega. Ich habe aber noch Gott sei Dank zwei andere. Den Relax, den grünen und den rosanen. Und die will ich zuerst mal verbrauchen. Ich habe noch so viele andere. Ich habe auch noch von Primavera was und so. Deswegen... warte ich noch. Zwei Raumdüfte habe ich auch wieder leer gemacht. Das sind das mit den Stäbchen von Ipuru. Dieses Flower Bowl. Flower Bowl, oder? Ja. War okay. Die waren in der Küche, die hat man nicht so wahrgenommen, weil die gingen auch sehr schnell leer, weil sie eben in der Küche waren. Ja. Schnall's mal der Heizung voll. Leider habe ich die Bath & Body Works Kerze leer gemacht und ich habe die geliebt. Ich meine, jetzt riecht sie nicht mehr so gut. Boah. Aber die hat wirklich geil in der Wohnung gerochen. Die ist leider auch nicht so schön abbrannt. Seht ihr das? Ich weiß nicht, woran da der Fehler lag. Aber die habe ich auch von der Vivi zum Geburtstag bekommen. Ich habe im anderen Aufgebraucht schon ein Ding gezeigt, was ich von ihr zum Geburtstag gekriegt habe. Und das habe ich leer gemacht. Die hatte ich so nach Weihnachten in meinem Jänner brennen. Deswegen sind noch so wenig andere Kerzen leer worden, weil die brauchen halt ewig, bis die leer werden. Und ich bin ja heute beim Bath & Body Works und ich will mir unbedingt noch ein, zwei Kerzen kaufen. Ich böses Ding. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe eigentlich eine ganz, ganz wichtige Kerze aufgebraucht. Und ich glaube, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt, dass sie leer ist. Ich bin mir ein, ich habe es im letzten Video vergessen. Und sie ist erst leer worden, ich glaube nach der Bath & Body Works. Meine Tom Ford Lost Cherry Kerze ist leer worden. Da traue ich echt hinterher. Da gibt es so einen Trick. Ich meine, da ist jetzt nicht viel überblieben. Die ist eigentlich schön abbrannt. Ich fand die, die ist so geil. Ich habe Gott sei Dank noch eine. Ich weiß aber nicht, wann ich die verbrennen soll. Die ganze Wohnung hat nach Lost Cherry gerochen. Urgeil. Urgeil. Ich weiß aber nicht, wann ich jetzt die zweite verbrenne. Weil wie ich die jetzt die ganze Zeit gehabt habe, ich mir so gedacht, so geil, ich habe Gott sei Dank noch eine Kerze. Und jetzt will ich halt die zweite nicht verwenden. Aber die war mega. Die war wirklich mega. Ich weiß auch gar nicht, was ich damit machen soll. Ich will die Verpackung nicht wegschmeißen. Ich will das Glas nicht wegwerfen. Ich überlege, ob ich da versuchen soll, mit dem heißen Wasser dran zu gehen. Es gibt ja so viele Tricks, dass man... Weg ist der Karton. Dass man da einfach Wasser abkochen soll und dann reinfüllen soll und dann löst sich das Wachs von alleine. Müsste ich mal probieren. Weil das Glas würde ich ehrlich gesagt gerne aufheben. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll, aber ich könnte ja die D-Lichter reingeben. Geil. Einfach geil war die Kerze. Und wisst ihr, wer schuld ist? Der Stefan, weil der hat mir ja zum allerersten Mal die Kerze gekauft.
Zu Weihnachten damals. Und ich habe mir dann noch eine zweite in Pahndorf gekauft, weil die da ein bisschen günstiger war. Ich glaube, ich muss mal wieder mit der Brigitte nach Pahndorf. Sollte ich mal wirklich. Ja, ich hoffe, euch hat das Aufgebrauch Kerzen trotzdem gefallen. Ich weiß, es ist, glaube ich, jetzt nicht so spannend, aber mir macht es ein bisschen Spaß. Und es haben eine Zeit lang viele danach gefragt. Und ich meine, da war eine Tom Ford Kerze dabei. Wer würde das langweilig finden? Außer jemand mag Tom Ford nicht, aber ich finde die Kerzen echt geil. Ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr auch so Kerzen-Junkies seid oder Raum-Diffuser-Junkies. Ich habe die von Paioma jedes Mal im Badezimmer stehen und ich liebe die Dinger, die sind urgeil. Außer man erwischt so wie das Honigkuchen, was nicht so geil war. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und bis zum nächsten Video. Bye!